Aber so richtig total überfragt. Wobei wir da hinten ja auch wirklich noch eine zweite Gehmöglichkeit hatten und nicht wissen, ob wir da was gelernt hätten. Wobei ich da allerdings fast vermute, dass wir da zurück in die Dingens, in die Kammern kommen, also in das Höhlensystem. Ach, da kommen die Critters schon wieder. Ach ja, so Jungs. Wovon hält mich das Irrlicht hier ab? Ja, du sagst mir, dass ich hier was richtig habe. Das ist schon okay. Habe ich schon so weit gecheckt. Lumetial. Zum Glück machst du keinen Schaden. Lumetial. Lass mich hier mal umgucken. Also das Irrlicht ist hier verdammt sickig, wenn ich hier in der Ecke bin. Hier ist also irgendwas. Hier ist also irgendwas. Die Frage ist was? Also ich sehe es noch nicht. Habt ihr irgendwas gesehen? Also Irrlicht, wenn du so weitermachst, verpasse ich dir einen. Was war das? Was war das für ein Geräusch? Wo sei da? Nicht sichtbar. Kriege ich hier eigentlich einen Hinweis? Nö. Hier eine Taste drücke, kriege ich keinerlei Hinweis. Das ist aber auch eine Symbolik, die mir gar nichts sagt. Da fehlt uns das Wissen für. Solange wir das Wissen nicht haben, wird das hier, was wir hier lernen können, zwischen diesen drei Plätzen hin und her springen, behaupte ich mal. Zwischen diesen zwei? Ah doch, jetzt springt es auch nach da. Okay, also insoweit habe ich das schon mal richtig kombiniert. Ich habe aber noch nicht erkennen können, was da hinten passiert. Ektolume. Na, da müssen wir für hin. Ich habe nur keine Ahnung, wie. Absolut nicht. Lumetial. Ach, Ektolume. So. Weil ihr mir auf den Keks gegangen seid. Edge. Außerdem habe ich gesehen, dass es ein Erfolg dafür gibt, wenn man 500 Critter tötet. Ich vermute mal, das sind Critter. Ich weiß es nicht. Ja, anhand meiner Ratlosigkeit tendiere ich jetzt dazu, hier wieder wegzugehen und in die andere Höhle reinzugehen. Ja, weil. Ja, ne? Weil. Einfach nur weil. Lumetial. Ektolume. Verdammt, ey.
meine, das Irrlicht sagt uns, dass wir da in der Ecke irgendwas machen müssen, aber ich habe keinerlei Hinweis auf was. Das kommt da immer aus der Wand. Können wir da durch die Wand oder so? Oder geht die Wand hier auf? Lumetial. Ne, das kommt hier aus der Wand. Was ist denn das jetzt? Okay. Jetzt springt es mir in den Rücken wahrscheinlich. Nö. Hallo? Hallo? Was ist denn das jetzt? Werde ich hier gerade von dem Irrlicht übernommen oder was ist das? Es ist auf jeden Fall nervig. Wow. Ich würde sagen, das Irrlicht hat sich in uns reingebackt. Na gut. Nee, also, ich habe hier wirklich null Idee. Und wir haben ja, wie gesagt, noch den anderen Gang. Beziehungsweise wir können hier sogar in eine andere Richtung gehen. Ektolume. Ich habe so gerade den Verdacht, ja, das ist hier. Warum kann ich hierhin wieder zurück? Beziehungsweise warum gibt es von hier den Ausgang und hier den Ausgang? Macht das in irgendeiner Form Sinn? Ach, guck mal. An Veritas. Veritas, wie süß bist du. Wenn ihr Blick mir ewige Liebe verheißt, wenn die Erde großzügig ist und mühevoll Arbeit mit Federn im Überfluss belohnt. Federn? Mit Feldern im Überfluss belohnt. Wenn Frieden und Ehrlichkeit die Währung der ganzen Bevölkerung sind. Wie hart du bist, Veritas. Wenn du dich in den Augen deines Sohnes nicht selbst verkennst, wenn die Ernte verloren ist, verschlungen von gierigen Insekten, wenn dein Volk für einen Hungerlohn zu Sklaven wird. Warum bin ich dir gegenüber loyal, Veritas? Warum muss ich immer die Wahrheit akzeptieren, wenn nur der Glaube an mein Seelenheil eine Lüge wäre? Sagt mir das jetzt irgendwas? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Tja, na ja, gut, auf jeden Fall gab es dann durch dieses Loch hier das zu finden. Oh nein, Lumetial. Ach Gott, ey. Ja gut, außer dass wir jetzt den Spruch gefunden haben, bringt das, haben wir jetzt keinen Verlust. Den Spruch kann man wiederholen. Wir haben ja gespeichert, nachdem wir da hochgekommen sind, und es gibt, ja, offensichtlich diese zwei Wege. Es bedeutet aber, dass wir hier irgendwie weiterkommen müssen. Die Frage ist,
Wie? Was habe ich denn hier noch übersehen? Oder haben wir auf dem Weg hierhin noch was übersehen? Oder ist hier irgendwo in der Wand noch was, was wir übersehen haben? Welche sind es, die jetzt gerade kommen? Ektolume. Müssten ja die sein hier, ne? Ja. Was? Nur die drei oder was? Sehr interessant. Komm, holen wir uns den Spruch wieder, gehen nochmal speichern. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Heilspot. Heilspot. Das ist ja auch nicht falsch. Ich frage mich jetzt aber echt, was wir hier noch übersehen haben. War das hier in der Lücke? Nee. Ah, Ektolume. Ektolume. Gut. Verdammt, sag ich da nur. Verdammt, sag ich da nur. Gehen wir mal schnell bis zu dem Heilspot, bevor die wiederkommen. Yigamide. So. Aber wirklich gebracht hat mir das jetzt noch nichts. Es sei denn, wir haben hier noch was übersehen. Gut, dass die Irrlichter auch wieder da sind. Naja, hier gibt es nichts zu sehen. Und in dem Raum glaube ich auch nicht, dass wir da was übersehen haben. Hier muss noch irgendwie irgendwo was anderes sein. Jetzt gehen wir aber erstmal den Spruch speichern. Und dann schauen wir mal nach. So, dann wird der Spruch auch gespeichert. So, hier haben wir bisher das Wissen, dass wir das hochklappen können. Und damit dann da rein können. Wenn wir uns da hinten diese Statue holen und als Trittbrett benutzen. Ansonsten haben wir das Wissen, dass wenn wir diesen Diamanten aktivieren, der da oben irgendetwas aktiviert. Betonung auf oben irgendetwas. Da hoch können wir, wenn wir da durchgegangen sind. Also mehr oder weniger. Da gibt's was zu lernen. Das wird ein Spruch sein. Den wir aber nur bekommen, wenn wir, keine Ahnung was. Ach, Rune der Bewegung. Guck an. Ich habe doch schon keine Ahnung wie oft auf die Taste gedrückt und keinen Hinweis bekommen. Rune der Bewegung. Hat die jetzt aufgeleuchtet? Ach. Wenn wir uns bewegen, leuchtet die? Aha. Das ist... Das fällt mir jetzt das erste Mal auf. War das schon letztens auch schon? Wenn wir uns bewegen, leuchten diese Runen. Und wenn diese Runen leuchten wiederum, verschwindet das. Ich kann... Ah.
Was können wir denn damit machen?